mein Name ist Jens Fischer, ich bin 42 Jahre alt und bin hier im Waldhotel in Arosa Gastgeber und Direktor. Am besten gefällt mir an dem Job, dass man jeden Tag mit Menschen zu tun hat, neue Aufgaben hat, spannende Tätigkeit. Jeder Tag ist gleich, aber auch doch irgendwo anders. Der Hauptgrund, warum man einsteigen sollte in die Hotellerie oder Gastronomie, ist für mich der Umgang mit dem Mensch. Wer den Umgang mit dem Mensch mag, kann ich diesen Job nur jedem empfehlen. Für mich sind die wichtigsten Skills, die man lernt während der Lehre, die Hands-on-Mentalität, das klassische Arbeiten, Schaffen. Zusätzlich noch die kulturelle Kompetenz und natürlich die Empathie. Das sind für mich die drei wichtigsten, die auch danach, nach der Lehre, auf dem Karriere- oder auf dem Lebensweg extrem wichtig sind. Die Belastbarkeit ist erstmal zweitrangig, das kommt mit der Zeit. Wichtig wäre für uns das Interesse und natürlich auch die Wissbegierigkeit des Lernenden. Karriereaussichten nach der Lehre sind vielfältig und ich denke, dass man eine gute Grundlage hat in der Hotellerie und in der Gastronomieausbildung, um danach in jeder Branche Fuß zu fassen und auch auf der ganzen Welt einen Job zu finden und auch da einen guten Job zu machen. Ja, den Eltern rate ich immer, kommen Sie vorbei, gehen Sie mit uns ins Gespräch, fragen Sie die Fragen, die Ihnen auf dem Herzen liegen und dann werden Sie die Antworten, die Sie hören, bestimmt positiv stimmen, um das Kind dann auch in die Lehre zu schicken.